Oh, nicht auf die Tastatur, du Arsch. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode der Let's Play Running of Isaac. Erstens werden diese in... Naja, alkoholisierter Zustand ist untertrieben. Untertrieben? Übertrieben. Ups. Ups. Ich fühle mich schon ganz... Gerne. Hier ist ein bisschen was hingegangen. Oh, guck mal, die Tastatur hatte mal durch, ein bisschen... Hassenleichen. Ne, hier ist sogar nichts drauf gegangen, aber das ist alles daneben. Alles gut eingerichtet, oder? Auf jeden Fall. Mein Name ist Edwin Band. Mein Name ist Lord Hugonius. Und ich feiere heute meinen 18. Geburtstag. Es ist 0 Uhr 10 oder so. 30, ich warte. 30. 0 Uhr 28. Okay, mein Handy beleuchtet gerade das ganze Zimmer. Ja. Weil ich kein Licht im Zimmer habe. Auf jeden Fall. Geplatzt. Das ist oben zum 18. Ja, das war schon vorher. Challenges. Lord of the Flies wollten wir heute machen. Weil du unbedingt nochmal dabei sein wolltest. Hier, siehst du oben das Menschen, das kotzt? Omen. Auf das Omen. Auf das Omen. Ich werde ein bisschen was trinken währenddessen, weil heute mein 18. Geburtstag ist. Und wir spielen Lord of the Flies. Wuhu! Du bist heute Nacht enden. They grow inside. Das ist ein so... leichter Run, das sage ich dir. Ein so leichter Run. Sag. Musst du nur Spinnen töten, oder wie? Nein. Die fliegen aber. Die, das sind jetzt nur diese Suizidfliegen von letztem Mal, weißt du noch? Ja, ja. Und die kommen, glaube ich, random, werden die gespawnt. Also wie diese Hustviecher da. Die schießen ja auch mal random an. Wenn du die Fliege fängst da oben. Oh verdammt. Oh, ich habe eine Pretty Fly. Ja, wir haben hier auch Fliegen gerade im Zimmer rumfliegen. Fliegen. Wheel of Fortune. Den beiden bleibt ein bisschen bei der Kälte. Ist ja genial, oder? Okay, guck mal, Lord of the Flies und wir fliegen schon eine hoch. Das ist eine schöne Fliege, so ein anderes Fisch. Das ist eine Fliege. Oh nein. Nein. Was ist das? Niemals die Totenkopf aufheben. Wieso? Niemals. Dann, bei einem halben Treffer werde ich aus dem Raum gespawnt. Der größte Bullshit, den es gibt. Und was macht der Totenkopf sonst noch so? Ja, der rettet, der versucht mich im Prinzip zu retten. Das heißt, wenn ich einen halben Treffer kassiere. Oh, Envy. Super. Wenn ich einen halben Treffer kassiere, so. Dann habe ich, dann komme ich aus dem Raum raus. Was ist das für eine Fliege? Die ist gerade mir auf den Kopf rumgeklettert. Ja, du sollst sie töten, wenn das nicht zum Zocken bin hier. Oh, verdammter Shit. Du weißt, deine Fliegen in deinem Game werden sauer auf dich, ne? Oh, nicht auf mich schlagen, du Arsch. Ich habe sie getroffen. Ich habe sie gesehen. Wo ist die? Treff weiter und ich bin glücklich. Scheiße, du bist viel im Ernst jetzt. Und? Oh mein Bestes. Kopf, was hält? Oh, und diese sind noch so kleine Schlöpfe. Oh, eine Bombe bekommen. Ich hab sie gefunden. Spiel du weiter, ich seh dich schon. Irgendwann. So. Wie zum Raum habe ich schon nicht gesehen. Da ist sie. So, wir haben Eddies 18. Geburtstag damit gestartet, dass Eddie sich einen kaputt gelacht hat. Wieso? Ja, dann gucke einfach mal auf YouTube Leute, die, naja, erschreckt werden und dann auf diese Erschreckung körperlich, psychisch und halt physisch, also körperlich drauf reagieren. Resultat, Tränen in den Augen bei jedem. Wer sich durch den Bildschirm erschrecken lässt und denkt, eine Person in seinem Zimmer wäre ein Mörder, ihn dann mit einer Lampe abschmeißt und damit dafür sorgt, dass dieser angebliche Mörder ohnmächtig wird. Und wenn man dann noch seinen Kopierer durchs Fenster wirft, um zu entkommen, dann sollte man wirklich einen Psychiater aufrufen. Oh, Simon, du bist doof. Moment mal, die fetten Fliegen sind aber von Fernen, oder? Gewesen, nicht von dir? Ja. Ich dachte schon, es wären deine. Oh, verdammt.
Fermin, du bist doof. Hast du ein Glück gehabt? Ja, Glück ist relativ. Ich brauche kein Glück. Relativ ist die Theorie von Einstein. Ich bin heute fit für nix. Curse of the Lost. Du bist fett, hast Pestbeulen und ein Stück Fleisch mit dir. Fast so wie Hatred. Pesti. Blöde Fliege. Hier, auf meine Hand. Oh, Mann. Warte. Hast du mich? Nein, sie fliegt noch. Wert. Seid ihr nicht unsterblich? Was ist denn? Ich glaub, das ist auch so ein bisschen. Im Ernst. Die Fliege hat so viel Scheiß Quadratmeter Luft hier um sich und muss uns ausgerechnet auf die Eier gehen. Yep. Halt deine Fresse, du Arschloch da oben. Ich hab doch letzte. Hab ich bei der letzten Aufnahme erzählt, dass nur Arschlöcher fliegen werden? Ich weiß es nicht. Ich hab letzte. Irgendwann hast du es mal gesagt, ja. Ja, das kann ich. Kann mich dran erinnern. Komm schon, deine Fussi. Komm schon, deine Pussy. Hab ich auch noch mal erinnert, dass wir ein bisschen besser gehen. Ja. Als es dir besser ging, ging es mir schlechter. Oh Gott! Na, ja, jetzt hast du mir den... Du hast mir in den Schlag geschlagen, Mann. Du hast meinen Stöpsel weggezogen. Du hast ja deinen Stöpsel in meine Hand gelegt, oder? War nicht am Kopf. Wenn die da ist, muss ich auch etwas... Oh Gott. Ich rate dir, da oben zu bleiben, Flieger. Es ist besser für deine Gesundheit. Aber wenn du auf dem Bildschirm bist, kannst du nicht draufschauen. Ich brauch den Bildschirm nicht mehr. Also nicht Laptop. Ja, ja, ich weiß schon, was du. Ich meine, ein Computerbildschirm brauchst du ja im Moment nicht. Ja. Obwohl der gut aussieht noch. Natürlich, der geht auch noch. Verkauf ihn. Mein Bruder holt sich später, wenn er sich in ordentlich PC kauft. Bis dahin soll er erstmal zurückzahlen, was ich am Hören zu hören bekomme. Musst du nicht erwähnen. Ich werde es auch nicht erwähnen. 1, 2. Obwohl es schon ein witziges Gesprächsthema wäre, wenn er es hören würde danach. Ha, 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 ha. So. Das ist eine Kiste. Kiste. Die Fliege fliegt ja die ganze Zeit an meiner Handylampe vorbei. Da! Ha! Uah! Mein Gott! Ich bin Jack Sparrow. Ja, ich mach mal hier weiter. Hey! Du hast nicht die Facecam an, oder? Nein. Okay, gut so. Ich sehe nämlich ganz schön doof aus mit dem Papier in der Nase. Ich möchte nicht die ganze Zeit schnalzen muss. Ich glaube, der Facecam wäre auch auf mich gerichtet und nicht auf dich. Ja, aber ich würde auch noch in der Facecam auftauchen. Wahrscheinlich. So, wenn wir uns küssen würden. Ja, total. Alter! So viel Alkohol hast du jetzt doch mal nicht zu dir genommen. Meinst du jetzt nicht so viel Alkohol, um mit dir rumzumachen, oder? So viel Alkohol, um so viel Scheiß zu erzählen. So viel Scheiß zu erzählen. Okay. Jeder will mit mir rummachen, weil ich 18 bin. Und du noch nicht! Wollte ich nur einmal loswerden, sag ich nicht wieder. Laut YouTube bin ich 24. Wie kommt das denn? Scheiß YouTube. Ich hasse euch alle. Nein, ich liebe euch. Danke nicht in dem Sinne. Doch klar. Ich liebe meine Fans. Da ist schon wieder. Allein weil ich Fans habe, liebe ich meine Fans. Ich sag doch, das ist ein Arschlochflieger. Jetzt mal ohne Spaß. Ich hab nur gefragt, wo ist der Itemraum? Scheiße. Es gibt keinen. Die haben mich gelingt. Ich hab echt gedacht, es gibt einen Itemraum. Prallen weiter. Da ist nichts mehr mit Itemraum. Mist. Ja, es ist Secret Rap Raum. Aber kein Itemraum, ich sprung Itemraum. Ich hab auch kein Spacebar-Item. Tja, vielleicht gibt's bei Lord of the Flies kein Spacebar-Item. Pop, pop, pop. Ja, mag doch sein.
Space Bytes und sie findet man in Itemräumen. Ich habe aber keine Item drauf. Es gibt ja keine Itemräume bei Lord of the Flies. Nee, Lord of Flies ist eigentlich nur, dass ich eben diese Fliegen da versprühe. Oh, oh Mann, Scheiße. Dass wir die Fliege einfach nicht bekommen. Die ist trainiert in sowas. Die war bei so einem Ausbildungslager ein. Nervt die Menschen. Hude. Egal. The Duke of Flies. So viele Fliegen auf einmal. Lecker. Oh, das ist ein Arsch. Der Typ ist ein Arsch. Der hat den Mund ziemlich voll genommen, oder? Yep. Dann können wir dem nicht mehr das Maul stopfen, oder? Das ist schon gestopft. Ja. Irgendwie sowas. Hast du ja schon tot? Ja. Lord Duke of Flies ist nicht der härteste Gegner. Der leichteste. Nicht der härteste. Ah. Ne, auch nicht der leichteste, aber. The Coin Purse. Health up. Balls of Steel. Nice. Telepille. Nein! Ich hab keine 15. Ist das die Bibel? Ne, das ist Book of Revelations, das spawnt diese blauen Herzen. Und ihr noch zwei blaue? Ne, man kann nur einmal das kaufen. Wieso hast du dir die Bombe gekauft? Wieso nicht? Bomben kann man immer gebrauchen. Um Secret-Raum zu finden. Weißt du, was ich jetzt lustig finde, wenn du jetzt eine Pille aufhebst und ihr auf einmal dein Geld verdoppelt hätte oder sowas? Ne, die andere Pille sind Helfer-Pille, die habe ich ja schon gerade eben mal aufgehoben. Deswegen meine ich, dass das eine Helfer-Pille ist. Waren da nicht vier Pillen? Ja, und eine war doppelt da. Ich erzähle dir keinen Scheiß, Mann. Das heißt, ich habe einen riesen Helfer-Up. So. Und mir nochmal Wheel of Fortune mit. Und tiefer. X-Wheel. Nein, das ist die Karte X, die Karte 10. Ah. Da oben stand gerade Wheel of Fortune. Also ist die ich hätte dir auch zum Geburtstag einen Haufen schenken sollen. Ja, Wheel of Fortune. Pain. Ich hätte dir echt zum Geburtstag einen Haufen schenken sollen. Ein Haufen? Ja. Wie ist das denn? Keine Ahnung, das hat doch Mom gerade gemacht. Ich weiß ja nicht. Muss ja nicht Mom gewesen sein. Irgendjemand hat Isaac einen Haufen geschenkt. Man muss Isaac eine beschissene Kindheit gehabt haben. Yep. Fast so beschissen wie die von Justin Bieber. Ich hab keinen Bock mehr, Fliegen sind kacke. Sag das besser nicht zu laut. Sie können nicht hören. Hier haben wir eine. Irgendwo. Oh, das siehst du ätzend. Fliegen sind immer da. So viele. Momentan haben wir es nur mit einem zu tun. So. Oh, Fistula. Bombenfistula. Fliegenfistula. Bombenfliegen, ja. Bombenfliegenfistula. Wow. Die Fliegen sind schon irgendwie hässlich. Explosion. So, jetzt gehe ich zurück, suche nochmal in meinem Itemraum. Das Übliche. Ich fände es witzig, wenn du einen Creeper finden würdest. In den blauen Steinen sind noch Items, ne? Jo. Deswegen mache ich keinen auf Bomberman. Stark. Das ist ziemliches Glück wieder. Du sagst doch an Glück, das ist nicht wirklich Glück. Ich habe keinen Space behalten, ich habe gerade keinen Itemraum bekommen. Ja, das ist eigentlich total das Glück mit den Pillen gehabt, du hättest auch scheiß Pillen kriegen können. Ja, ich habe am Anfang vom Beginn an hatte ich einen Luck-Up. Also Glück hoch. Ja. Das heißt schon mal, dass ich nicht so oft schlechte Pillen bekomme. Ja, nicht so oft. Du hast aber vier gute aufgehoben. Ja, das war einfach nur. So, passiert. Komm schon, man.
So. Hey, da ist ein Champion. Yep. Ich weiß, er tötet dich. Nein. Ich weiß. Die haben dieselben Hintern aufgemalt wie so bei Cartoons irgendwelche Tiere. Oh. Von denen man so das Hinterteil sieht, ne? Aha. Wie zum Beispiel von Mr. Bean, die Katze da von seiner Nachbarin. Ja. Die hat dann auch so ein Kreuzhemd drin. Also die haben einen Piratenauge. Ich krieg meine Katze auf, wenn ich mich mit ihr prügel. Eine Katze ist 2 Meter groß. Das heißt ein Faser. Deswegen stürzt du jemand vom Bett. Lang lebe der König, schreist du ihr laut ins Gesicht und sie fällt plötzlich. Das ist ein üblicher Tag bei dir. Da ist wieder die Fliege gewesen. Laut Rekunde ist besser bekannt als Scar. Finch der Löwen, mein Lieblingsfilm. Ja? Ja, mit Abstand. Ich hätte 5 Oscars bekommen sollen. Aber ne, Titanic, hey, ich bin Titanic, ey. Ich gehe unter, ich bin cool. Mufasa ist auch runtergegangen, Arschloch. Im Prinzip ist der König der Löwen untergegangen. Du weißt, dass König der Löwen auch Oscars bekommen hat. Aber nicht so viele. The Devil is cooler als River Fortune. Ich schuld, weil ich's kann. Oh, du willst mich verarschen. Weil du es kannst. Weißt du, wie viel mir das Teil hier bringt? Nichts. Yep. Du musst 3 Monsterwellen aushalten, ne? Yep. Ich hätte bei irgendeinem Monsterfall verlierst du ein Leben sogar noch. Was scheiße ist, weil du mit dem roten Herz ja nichts anfangen hast, wenn du deine blauen zuerst verlierst. Musik erinnert mich eher so an Pokémon. Oder so ein bisschen Final Fantasy mäßig. Oder Kingdom Hearts, wo es eigentlich schon immer dasselbe an Musik ist. Komm schon. Komm schon, komm schon. Ich gönne mir einen Schluck. Ja. Mach das, mach das. Ist dein Bier. Ist dein Bier, hast du Bier? Was? Ich trinke kein Bier. Ich habe am Anfang gesagt, wir trinken Bier. Ich trinke Gerstenbier. Der gegärt ist. Und Ethanol gebildet hat. Und. Ihr wollt schon verarschen. Weißt du, was das Lustige ist? Ah. Sollte ein rotes Herz verletzt werden, kommst du nicht in den Raum rein. Das heißt, das bringt mir jetzt gar nichts, dass da 2 rote Herzen liegen. Jetzt kommst du ja nicht in den Raum rein. Das sind Räume, die man nur mit vollem Leben betreten kann. Das ist Bullshit. Okay. Und schon wieder kein Item-Raum.